Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Zentrum Modernes Griechenland. Ich freue mich sehr, Sie heute im Saal des Akademischen Senats der Freien Universität Berlin begrüßen zu dürfen, auch wenn nur mittels einer digitalen Plattform. Trotz der unseren Alltag beherrschenden Pandemie ist der 200. Jahrestag seit dem Ausbruch des griechischen Unabhängigkeitskampfes im Frühling 1821 kein Meilenstein, an dem das Zentrum Modernes Griechenland gleichgültig vorbeigehen darf. Im Herbst werden unsere geplanten Initiativen hoffentlich als Präsenzveranstaltungen stattfinden, über die Sie der nächste CEMOC-Newsletter im Mai informieren wird. Dabei ist auch eine mehrtägige Konferenz vom 3. bis 6. November, mit der wir ein klassisches bilaterales deutsch-griechisches Thema, den Philhellenismus in Deutschland, neu reflektieren. Der Titel der Konferenz, die deutschen Philhellenismen, bezeugt mit der bewussten Entscheidung für den Plural der Verflechtungsgeschichten unser Anliegen, die vielfältigen und oft widersprüchlichen Rezeptionen von 1821 in den deutschsprachigen Ländern, die politischen und kulturellen Komponenten der Mobilisierung der deutschen Philhellenen des Schwertes und der Feder erneut zu bewerten, ohne aber die Transformationen, die diese politisch-kulturelle Verflechtung in den 200 Jahren nach dem Ausbruch der griechischen Revolution erfuhr, aus dem Blick zu verlieren. Die heutige Auftaktveranstaltung verdankt das Zentrum dem dezidierten Willen der Botschaft von Griechenland in Berlin und ihrer Exzellenz, der Botschafterin Mara Marinaki, auch im Monat der offiziellen Feierlichkeiten den Revolutionsjahrestag in der deutschen Hauptstadt zu gedenken. Ich bedanke mich herzlich für den Ansporn und für die hervorragende Kooperation. Die Wahl des Schwerpunkts unserer Online-Veranstaltung und des damit verbundenen Datums war für die Berliner Professur für neugriechische Literatur und Kulturwissenschaft keine zeitraubende Angelegenheit. Der Geburtstag von Adamantis Korais am 27. April, heute, bot uns die Möglichkeit, einen Aspekt der griechischen Revolution in den Vordergrund zu stellen, der häufig der Militär-, Politik- oder Sozialgeschichte hinten angestellt wird. Die Rolle der Intellektuellen im Unabhängigkeitskrieg, der Feder der Aufklärung in deren Verflechtungen mit dem Schwert des Aufstandes. Der in Smyrna, heute Izmir, 1748 geborene Viamandis ließ sich nach einem gescheiterten Versuch in Amsterdam der 1770er Jahre Händler zu werden und nach einem anschließenden späten Studium der Medizin in Montpellier der 1780er Jahre in Paris der Revolution als Citoyen Korai nieder, dem alten Athen, dem neuen Athen, wie er schrieb. Er verblieb dort bis zu seinem Tod 1833 und als Adamantios Korais engagiert er sich mit seinem breit gefächerten philologischen und reformpolitischen Werk zwischen 1800 und 1833 für den Transfer und die Rekontextualisierung der westeuropäischen und amerikanischen Aufklärung in die griechischsprachige Welt, im Osmanischen Reich, in der Diaspora und im revolutionären Griechenland. Von keinem Geringeren als dem klassischen Philologen und Präsidenten der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Ulrich von Wilamowitz-Möhlendorf, wurde sein Lebenswerk als sein Wirken gewürdigt, mit dem, ich zitiere, Korais in der geistigen, auch die politische Wiedergeburt seines Volkes vorbereitete. Die Romäer, die Romni, die Oströmer sind wieder Hellenen geworden. Zitat Ende. Aber first things first. Ich habe die Ehre und große Freude, Frau Mara Marinaki im Zentrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin zu empfangen. Sehr verehrte Frau Botschafterin, darf ich Sie um Ihr Grußwort bitten.